Engpasskonzentrierte Strategie ist das Thema. Jeden Schritt stelle ich kurz vor und danach machen wir 10 Minuten Break und da kann jeder versuchen, so viel zu dem Thema an Gedanken aufzuschreiben wie möglich. Und ich denke, wenn wir einen Durchlauf gemacht haben, habt ihr auch gut die Chance, die einzelnen Schritte selber nochmal nachzuvollziehen und nochmal an den einzelnen Sachen zu feilen. Es gibt halt 2, 3 Schritte da drin, die aufeinander aufbauen. Von daher ist es absolut sinnvoll, wenn man es öfters macht und sich da zu einem Ziel hin iteriert. Der erste Schritt ist im Original, man soll sich auf seine Stärken und auf seine Kernkompetenz. Das führt eigentlich dazu, dass man sein ganzes Unternehmen so aufbaut, dass man selber immer der wichtigste Know-how-Träger im Unternehmen ist. Was am langen Ende dazu hinführt, dass man sich selber nie aus dem Unternehmen entfernen kann. Das heißt, man baut im Prinzip, wenn ich mein Unternehmen nur auf meinen eigenen persönlichen Stärken aufbaue, baue ich ein Unternehmen auf, was mich immer als Hauptperson und in der Regel auch als Hauptleistungsträger in der Firma, also eher hin zu einer Selbstständigkeit auf. Beim Unternehmer ist es halt so, du baust ein Unternehmen auf, was dir ein Herzenswunsch oder ein Herzensanliegen hilft zu verwirklichen. Und dann ist er drauf gekommen, es ist viel günstiger, wir überlegen uns erstmal, welche sind die Menschen, mit denen wir eigentlich zu tun haben wollen. Also was sind unsere Lieblingsmenschen, um uns dann ein Unternehmen zu generieren, basierend darauf, dass genau diese Charaktere deines Lieblingsmenschen oder deiner Lieblingsmenschen bedient und die bestmöglich. Auf die Art und Weise hast du bei deiner Arbeit immer mit Leuten zu tun, die du gerne magst. Für die arbeitest du gerne, mit denen bist du gerne zusammen, mit denen kommunizierst du gerne. Da gibt es jetzt schon wieder den und damit sowas eben alles wegfällt, sollte man sich lieber nicht auf seine persönlichen Stärken konzentrieren, sondern lieber auf die Menschen, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Und das Unternehmen dann so aufbauen, dass es die Stärken ausprägt, die für diese deine Lieblingsmenschen ein dringendes Bedürfnis befriedigen, erledigen kann. Also sprich, der erste Schritt unserer Übung wäre jetzt mal, dass wir einfach mal Menschen aus unserem Umfeld aufschreiben, die wir mögen, und wenn man das hinkriegt, vielleicht ein Ranking, wen mögt ihr am meisten, und dann gucken wir dann vielleicht einfach in dem zweiten Schritt dann zu schreiben, was sind das für Charaktere, was sind das für Menschen, was prägt die, was macht die aus, warum mag ich die, und gucken, ob man da irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen denen entdecken kann. Also erster Schritt wäre jetzt für die ersten 10 Minuten, Menschen Namen aufzuschreiben, ganz konkrete Menschen, also nicht die Jungs aus meinem Fußballverein, sondern oder die in der Gym oder in der Gymnastik oder im Fitnesstraining, sondern eben zu sagen, Vorname, Nachname. Je konkreter, umso besser. Denn umso besser kannst du hinterher Charaktereigenschaften denen zuordnen. Ja? Okay, dann wäre es das für die erste.